Hallihallöchen, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 6. Ich hatte damals mal alle einzelnen Modis in diesem Spiel vorgestellt und jemand hatte geschrieben, was denn tatsächlich noch als Modi fehlt. Und zwar wurde erst seit einigen Wochen, Monaten, ich glaube Monate, der Race-Modus eingeführt. Und zwar ist das ein Rennen-Modus. Das Ziel davon ist es, das Level so schnell wie möglich abzuschließen. Das ist ein bisschen anders als das normale Level, denn in dem Race-Modus kann man die Runden sofort weiter starten lassen. Ja, du kannst also zum Beispiel, wenn du 10 mal draufklickst, beginnen 10 Runden. Alle aufeinander, alle Bloons sind gestackt, es ist nicht ganz so einfach. Und den gucken wir uns heute mal an. Und zwar, der Race-Modus beginnt jedes Mal am Freitag und endet am Sonntag, glaube ich. Das ist also immer ein Wochenend-Race-Event, was Ninja Kiwi da eingeführt hat. Und die Gewinner oder die Ranglistenbesten, die werden wöchentlich im Ninja Kiwi Blogpost auf deren Blog mit der Zeit erwähnt. So. Na, wir schauen uns mal hier an. Die haben es in 2 Minuten und 44 Sekunden geschafft, eine Mittelmission auf Standard zu beenden. Das werde ich nicht hinkriegen, definitiv nicht. Da gibt es nämlich, da musst du halt extrem schnell sein und so weiter. Und das ist mir echt zu hektisch. Der Platz 100 hat es in 5 Minuten 20 geschafft. Ich werde sicherlich so 11 Minuten brauchen, bestimmt. Ingame-Zeit zumindest. Event endet in 3. Okay, das geht also immer mehr als das Wochenende. Das geht also ein paar Tage länger. Es gibt auch Belohnungen dafür. Der Erstplatzierte, der allererste Platz, wer es am schnellsten schafft, kriegt 1000 Dollar. 50 von diesen Pokalen. Ich weiß noch nicht genau, was das bringt, aber gucken wir uns gleich an. Einen Affenboost und einen legendären Insta-Affen. Dieser Insta-Affe ist ein 5er-Tier. Na, das heißt also 500 oder 502 oder 050 oder irgendwie sowas. Geht bis runter zur Spitze 75%. Das heißt, die besten 75% oder die da drüber, also bis zur 75%, die kriegen halt 50, 5 Dinger und halt so einen Insta-Affen. Wir werden, ich pack's in der Regel bis zu 50%. Ja. Und dann gucken wir uns das Race doch einmal an. Es gibt natürlich auch immer Auszeichnungen. Das heißt, wie oft jemand etwas geschafft hat. Race Profile Police hat zum Beispiel schon mal einmal den Platz 1 geschafft. Please Buff Rewards zum Beispiel auch. Ja, das sind halt solche extra Race-Accounts. Ich weiß manchmal nicht so richtig, ob die Legends sind. Aber das ist ja Ninja Kiwis Thema, ne? So, wir haben hier verfügbare Affen. Einmal den Helden, den ich ausgewählt habe, Oben. Ich denke mal, wir werden uns einen anderen Helden wählen. Ich glaube, Gwendolyn ist ganz praktisch dafür. So, jetzt haben wir halt, oh nein, okay, Gwendolyn ist doch nicht. Es ist also tatsächlich Oben, der fest ist. Ein Boomerang-Affe, drei Bombentürme, ein Eisaffen, einen Klebstoffschützen, einmal Sniper, zwei Affenflieger, ein Heli. Und ja, meistens ist jeder Turm, den du hast, und einige sind halt begrenzt. Na, gerade es gibt halt eine Taktik, womit du relativ schnell gewinnen kannst. Und zwar ist es der Recursive Cluster vom Bombenturm. Der macht enormen Damage. Enormen Damage. Und hat, macht auch sehr viele kaputt. So, für 1000, für 700. Für 700, dann können wir aber nichts mehr kaufen. Wir haben auch keinen kostenlosen Wurfverlaufen. So, da wir direkt auf Level 3 beginnen. Ne, wir können hier, wenn wir Go machen, zack, geht los. Dann können wir halt hier gleich auch neue Runden schicken. Man muss echt aufpassen, dass man sich nicht übernimmt, ja. Das ist mir schon so oft passiert, dass ich mich übernommen habe. Und deswegen ich verloren habe und dann halt gar nichts bekomme. Es gibt nämlich keine Continue-Möglichkeit in diesem Spiel. Ja, das ist nicht möglich. So, ich brauche dieses Gliefen. Die Gliefen. So, wir können ein bisschen starten hier. Langstrecken bzw. Boomerange können wir gleich machen. Am Anfang hast du keine andere Möglichkeit, als hier vorne zu sein. Okay, jetzt kommen halt noch ganz einfache. Die können wir natürlich noch easy kaputt machen. Auch durch meine Gliefen kann ich das machen. Und es gibt halt teilweise die besten sind jetzt irgendwie schon Runde 30 oder so, ne? Also die machen das extrem schnell, weil sie wissen, okay, wann muss ich einen Turm upgraden? So. Gleich haben wir die Gliefen, dann springen die erstmal schön hin und her. So, seht ihr? Zack, 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 zack. Kann ich halt ein bisschen was machen. Weil der Gliefe enorm stark ist. So, machen wir auch mal hier Recursive Cluster, würde ich sagen. Wo war das gewesen? Hier. Ich glaube, das war es gewesen. 204, was man hier baut auf ihm. So. Und das ruckelt dann teilweise halt auch wirklich enorm, ne? So, wir haben kein nichts gegen Tarn.
Auf Runde 40 muss man noch ein bisschen aufpassen. So. Morgliefen, noch aggressiver. Krähenfüße. Da möchte ich jetzt mal ganz kurz warten, bis alles aufgelöst ist. Okay, 39 kann man noch machen, das ist okay. Recursive Cluster machen wir, schwere Bomben und damit... Huch, jetzt habe ich den Mob doch schon gestartet. Na, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Na, mal schauen. Es gibt hier auch keine... Okay, wunderbar. Es gibt ja auch keine Kräfte. Das heißt, machen wir das hier ganz kurz weg. Bedeutet, du kannst dir keinen Superabendsturm machen, wenn du zum Beispiel kurz vorm Verlieren wirst. Aber hier ist es tatsächlich ziemlich easy, würde ich sagen. Aber noch ein Affendorf haben wir auch. Leider nicht für meinen... Verdammt. Ups. Wasn't the plan. So, machen wir hier noch ein bisschen was. Damit der halt auch Tarns angreifen kann, ne? Und ich denke, dass 65 Runden... Ah, wir sind aber ziemlich gute Zeit, glaube ich. Können auf jeden Fall noch einen Bombenturm bauen. Nochmal Recursive Cluster. Gegen die Massen an Bomben ist es super praktisch. So, können wir mal noch einen Superaffen bauen. Starten wir die letzten Runden hier. Ah, kommt schon der BFB auf Runde 60. Ah, vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir machen mal ganz kurz langsam. Stopp, ich muss mich überlegen. Braucht das Kampfflugzeug. Mein Weg auch auf Operation Feiersturm ist okay. Oh, wer kommt auch noch? Wer Bats? Wer... Oh mein Gott, ich wollte auf weiter drücken. So, man kann es auch nicht mehr starten. Du hast nur alle 3 Stunden die Möglichkeit, eine kostenlose Teilnahme zu machen. Ja. Leider hat er sich noch nicht gemerkt, wenn ich jetzt zurückgehe. Das ist super ärgerlich. Das nervt mich gerade richtig. Ja, in 3 Stunden kann ich wieder eine kostenlose Teilnahme starten. Ansonsten das Rennen für $100 kann man beginnen. Wir hätten es auf jeden Fall in einer guten Zeit geschafft, ne? Wir wären nicht schlecht gewesen. So eine Kacke aber auch, ey. So, ich habe das einfach nochmal nachgespielt, auch wenn es natürlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so geil ist wie gerade eben. Aber dann ist es halt so, ne? War jetzt leider ein bisschen unglücklich gewählt. Aber wir sind jetzt auch schon in Runde 58, es geht natürlich sehr schnell. So, machen wir hier noch einen kleinen Buff dazu. Ein paar neue... Oh, das war vielleicht ein bisschen viel. Wo kommt der Baum hin? Oh, wunderbar, da hinten ist sehr gut. Das finde ich sehr, sehr praktisch. So, wir machen es mal langsam, ne? Bringt ja nichts, wenn wir schneller machen. Die Zeit geht dann sowieso schneller vorbei. Das ist also kein Problem. Ich könnte vielleicht mal noch eine Blendgranate hinpacken. Nicht unbedingt richtig, aber egal. So. Runde 63. Jetzt kommen noch ein paar Wehrmorbs. Runde 64. Und die 65. Runde ist ein kleiner BFB dann gleich noch. Wir wollen einfach noch Kampfflugzeug machen für die Morbs. Ups. Okay, und jetzt bin ich in 35. Runde. Habe also keine Möglichkeit mehr hier irgendwie was zu machen jetzt. Jetzt warten wir einfach, lassen es durchspielen. Mal gucken, ob wir das Geld noch irgendwie verwenden können. Oh, kommt doch kein Wehrmorb. Kein Morb. Achso, 63. Runde ist gerade noch, ne? Ihr seht die Massenkeramiks, die hier gerade kamen. Okay. 8 Minuten 13. Leider nicht so gut, glaube ich, wie letzte Runde. Schade, ich habe am Anfang ein bisschen langsamer gemacht. Ne? Die Anti-Morb-Raketen hier. Die sind ja, glaube ich, sehr praktisch dafür. Operation Fallsturm fehlt hier noch. Und damit haben wir so in 8 Minuten... 9 Minuten, 2 Sekunden und 11 Millisekunden geschafft.
In der besten Liste sind wir Platz 461. Das heißt, die Spitze 25%. Naja. Ihr seht übrigens auch meine Auszeichnungen. Ich habe halt viermal Spitze 50% geschafft. Haben $50 und zwei Dings als Belohnung an sich bekommen. Und wenn halt die Rangliste vorbei ist, dann gibt es halt hier die aktuelle Belohnung. $200, 15 Pokale und noch einen normalen Insta-Affen. So, ja, das hat mich genervt, dass ich das gerade... das gerade beendet hatte, das hat mich echt genervt. Aber gut, wir haben auf jeden Fall das Rennen-Event gemacht. Das Race gibt es jede Woche neu. Immer wieder andere Türme, andere Strecken und so weiter. Gut, damit haben wir auch all den letzten Modus durchgespielt oder durchgeschaut. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von BTE 6. Bis dahin, ciao, ciao.